Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir Ebene 2 geschafft, wo wir gegen Cedric 2.0 angetreten sind. Das war für mich noch nicht mal vor 5 Minuten. Für euch vielleicht ein oder zwei Tage, je nachdem, wann ich dieses Video hochlade. Und ja, wir tun jetzt mal unsere Umschweife direkt Etage 3 in Angriff nehmen. Und dafür müssen wir, dafür können wir einmal Apokalypse verwenden. Weil von denen habe ich voll viele. Ja, mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Letztes Mal hat es ja, weiß ich nicht, 12 Minuten gedauert. Oh, Kristall, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich bin immer noch böse, den zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Aber irgendwie sind die Gegner verdammt einfach. Vor allem die Bosse. Also die normalen Gegner sind irgendwie schwieriger, wie gesagt. So, und nee, lass mal das Team noch. Künstlicher Kristall, okay, Kristall, die können ruhig kommen, wie sie wollen. Diese ganzen Schuriken hier am Boden. Warum fällt mir das jetzt erst auf? So, wie stark seid ihr denn? Ah, da ist das Schul-Thema. Hab gar nicht gemerkt, dass alle irgendwie so ausgerüstet sind. Welche Level seid ihr denn? Jetzt krieg ich bestimmt voll Copyright Strike. Hoffentlich nicht. Genau, mein Glück. Ja. Kommt, das ist verdammt laut. Und ja, ich erinnere mich an euch. Ihr seid nervige kleine Biester. Ich weiß jetzt auch nicht, wer der zweite Boss jetzt hier ist. Hier der nächste Boss im Zonenkäfig. Entfällt mir jetzt gerade so. Boah, blödes Viech. Natürlich gegen E-Arzt. Aber bin ich tot. Ich weiß genau, warum diese Viecher so nervig waren. Ich glaube, bei denen habe ich mal trainiert damals. Da kannst du mich doch machen. Oh, die Musik ist so schön. Wir haben alle irgendwie Schule auf Klamotten an. Warum fällt mir jetzt das auf? Und wir haben halbwegs gute Erfahrungspunkte gekriegt. So. Die Musik ist ja ein bisschen laut. Was warte mal. Weiß nicht, ob da jetzt alle Gegner waren, die wir ja treffen können, aber das war erstmal. Aber ich sollte vielleicht gegen ein paar mehr Gegner kämpfen, weil sonst ist der Part verdammt kurz. Ein bisschen on-screen Erfahrungspunkte sind ja auch nicht schlecht. Ich werde auf jeden Fall kämpfen, bevor ich gegen den Boss kämpfe. Damit ich Stärke noch ein bisschen reduzieren kann und den Part noch kürzer machen kann, als eigentlich schon ist. Macht keinen Sinn, ich weiß. Ich möchte mal kurz ein anderes Kostüm haben. Ich möchte mal anständige Kampfmusik haben. Dafür tun wir mal wieder alle normal oder jedenfalls Klamotten geben, die keine eigene Kampfmusik haben, damit ich das Lied hören kann. Nur so nebenbei. Weiß jetzt aber nicht, bei wem das Lied kam, weil es ich hören möchte. Du bist doch, glaube ich, ein anderer Gegner. Sechs Gott-Generäle Thema von Tales of Darkness. Meiner Meinung nach die besten Bösewichte in der Tales of Serie. Ich folge dir, na? Was sagst du dazu? Ach man. So was finde ich nervig. Ein Gegner, der ist down teleportiert. Vor allem, der greift noch nicht mal an, der teleportiert sich wie blöd. Wenn ich näher an ihn rankomme, dann teleportiert er sich wieder. Das ist doch kacke. Aber er ist nicht platt. Ja. Boah. Da hört man die Musik jetzt nicht so. Ich verstehe echt nicht, warum die ganzen Lieder immer eine verschiedene Lautstärke haben müssen. Dass man immer irgendwie rumspielen muss an den Soundeinstellungen. Pascal looks sexy. Ja, ist hier irgendwo jemand schon?
Ich drück mal einfach den Knopf. Da müssen nicht immer Gegner auftauchen, wisst ihr? Ah, Pascal. Ja. Wie aktiviert man L1? Mein Gott. Ja, super. Irgendwie konnte das nicht aktiviert werden. Was soll das? Ich sollte vielleicht nicht näher rangehen. Ich will mal jemand anderen steuern. Das ist nur Espe. Außerdem bist du anfällig gegen Erz. Ja, Fehler. Was? Und ziehen die Bams. Mein Gott. Er ist so blöd bei den Gegnern. Warum teleportieren sie sich wie blöde? Kommt zu ihnen hin und die teleportieren sich. So ein Dreck. Denkt sich ein so was aus. Oh. Nicht schon mal Kristalle. Die Kristalle könnte ich gebrauchen. Vielleicht brauche ich noch ein paar Sachen, die ich herstellen muss. So, wo ist der nächste Boss? Langsam wird Zeit. Ich habe ja auch alle Gegner hier schon besiegt. Also komm her. Ich werde gerade auf, da warte ich dann noch etwas. Oh, Hallöchen. Ich möchte erstmal wieder Level hier runtersetzen, wenn es geht. Die Person, die wir gerade gesehen haben, passt sogar in den ungefähren Zeitraum. Ah, verdammt. Ich hätte doch lieber erst eingeht. Ah. Ja, ich weiß schon genau, wie ich den Charakter gleich vorstellen werde. Wir haben auf jeden Fall einige in ihrem Tempo voll. Ach man, hört auf mit dem Dreck. Ja, super, geil. Okay, dann mal Pascal wieder steuern. Halt, na. Boah, das ist so nervig. Teleportieren sich weg und dann zaubern sie. Und ich folge euch mit diesem Kackangriff hier. Das ist das Nervigste, was du je machen kannst. Da geht's schnell mit dem. Mit der Person hier reden. Na. So, kleine Geschichtsstunde, also nicht Geschichtsstunde. Diese Amber heißt in der japanischen Version Koak und ist die Hauptcharakterin von Tales of Hearts. Ich glaube, den Teil, der entweder vor oder nach Graces F rauskam. Ich glaube, der kam sogar vor. Ne, ich glaube, der kam nach, ich weiß es nicht genau. Er muss ja vor Graces F rausgekommen sein, sonst wäre die ja nicht im Spiel da drin. Jedenfalls. Das passt jetzt richtig gut hier rein, weil zu dem Zeitpunkt, in dem dieses Spiel rausgekommen ist, war Tales of Hearts noch relativ neu. Wir schreiben jetzt aber das Jahr 2014 und Tales of Graces F ist irgendwie so 2010, glaube ich, rausgekommen. Oder 11, 12, weiß ich nicht. Ne, 10, weiß ich nicht. Und, ja. Mittlerweile ist schon wieder ein Remake von Tales of Hearts rausgekommen. Also, vor, ich glaube, ein paar Wochen schon sogar noch.
Und ja, in diesem Port, der auch außerhalb Japan wieder rausgekommen ist, heißt sie immer noch Quark. Und irgendwie wurde jetzt der Hauptcharakter vom Namen her geändert, wenn ich mich nicht irre. Was richtig verwirrend ist, aber ist irgendwie, da passt jetzt irgendwie so. Ich weiß jetzt nicht. Ich nenne sie jetzt einfach Ember. Ja, Ember passt jetzt hier so wie damals und jetzt perfekt zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Datum. Wir schreiben den 8.12. gerade, 2014. Jedenfalls. Hab ja nicht verstanden, was ich gesagt habe, oder was? Since I came here. You must be starving. Can we get you something to eat? You seem awfully nice. You say that like it's strange, Sharia. I can really have whatever I want? Sure, I suppose. Do you have any cucumbers? I have plenty of miso, but what I really need are cucumbers. No, sorry. I don't think we have that. What about flying squid? No, what? We don't have that either. Oh. Well, I suppose that's not your fault. So what are you doing here? I lost a memento of someone important to me while I was on a spear maze. I was looking and looking for it when suddenly a giant light shined. Then I found myself here. A memento? Yes, I was going to return as soon as I found it, but... Asbel, shouldn't we, you know, take care of business? I know, I know. See, we're trying to meet someone called Solomus, and so... Oh, I see. That means you have to fight me. Okay then, here I come. Alles klar, auf zum Geschäft. Ja. Level 110, KP 600.000. Ja. Magische Kata Nummer 64. Eine Kampfkünstlerin mit seltsamer Kleidung. Sie beherrscht auch Zauberspaß. Okay. Au. Sehr schöne Begrüßung und Sophie ist schon leicht tot. Das ist nicht gut. Ich habe so das Gefühl, sie gibt uns volle Möhre auf die Fresse. Oder auch nicht. Ja, weiß. Ich weiß, dass sie auch nervt sein kann. Zu bekämpfen, ja. War nicht so nervt wie ein, zwei andere. Aha. Müssen wir eigentlich auch noch schaffen, die Kleine. Das ist ja Kleine. Keine Ahnung, wie alt die ist. Ja. Tales of Charaktere sind ja nicht so alt, meistens nie volljährig. Deswegen kleine, ja. Hm? Wir laufen ja alle im Badeanzug rum. So Pascal, die hat eine Cowboy-Klamotte an. Und schon wieder eine Prinzessin in Kleidung. Oder Prinzessin in Tracht. So, eine Mystika bitte. Dankeschön. Bams. Ich weiß auch gar nicht, gibt es ja eigentlich ultimative Waffen? Ich glaube, soweit, oh Gott, habe ich mich nie so mit dem Spiel beschäftigt, wo ich irgendwie durchgehend, nachdem das Spiel rausgekommen ist, immer irgendwie gezockt habe. Bis zu diesem Zeitpunkt. Und ja. So richtig beschäftigt mit den Waffen habe ich mich, glaube ich, noch nie. Das werde ich diesen Let's Play auf jeden Fall ändern. Hey, Finger weg! So, ich könnte jetzt ihren Elfschub wieder annullieren, indem ich einfach Sharia wieder Zeitstopp einsetzen lasse. Das werde ich auch machen. Und irgendwie ist sie geschwächt oder paralysiert, glaube ich. Und jetzt geht sie voll ab. Ja, Hilfe. Kopfblock.
Warum kann ich meine Dinge nicht einsetzen? Und wir kriegen voll aufs Maul jetzt. Oha. Ja, so haben wir auch gleich einen L-Schub. Wie so weitermacht. Hat doch was Gutes auf die Fresse zu bekommen. Au. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Glaube ich. Aua. Aua. Oh mein Gott. Wie kann ich mit so einem Tanzstab oder wie auch immer man diese Dinger nennt, nur so austeilen? Ciao, ja, rennen. Sophie, rennen. Ah. Pascal, rennen. Don't touch my medals. Das ist mein persönlicher Harem hier. Au. Oh, warte, jetzt reicht. Leer geblieben. Leer geblieben. Warum gehe ich eigentlich nicht näher ran mit meiner Aura da? Warum kann ich das überhaupt noch? Ich bin noch gar nicht mit Lambda verbunden. Aua. Okay, die ist schon ein bisschen stärker. Lass mich mal kurz gucken, so die Werte. Verteidigung hat sie genau gleich. Ist gut zu wissen. Mit mich. Ja. Nur kann Pascal gleich ihre Dings einsetzen, ihre Tempo, wenn ich Glück habe. Hey, geblieben. Spam. Ich bin unbesiegbar drin. Aua. Nein, nicht schon wieder töten. Nicht schon wieder töten. Danke. Komm mal her. Na? Weil er war gut gekettet. Aha. Geh weg. Geh weg. Ich hab sie ihren Ding schon wieder voll. Ich glaube Spinne. Komm mal her. Shit. Komm mal jemand. Das Ding ist wieder beleben, danke. Komm mal her. Sollte ich vielleicht von beiden angreifen? Genau. Wenn du nicht gerade auf mich drauf knüppelst, wäre das sehr gut, danke. Komm mal her. Sehr schön. Jetzt klopp ich dich mal kaputt. Ruby! Inferno! Boah, das hat's geklappt. Das hat sogar geklappt, ich weiß es nicht. Sehr schön. Yay! Der Part war sogar halbwegs normal lang. Okay, dann let's head to the next. Right. Mein Gott, schau ja. Tschüss. Okay, Buch der Partnerschaft. Dieses Zauberbuch rührt dem physischen Angriff zweier Figuren unter bestimmten Voraussetzungen. Okay. Ah. Muss ich mal strecken. Opfergabe zurückhalten. Yeah. Kein Skit? Nö, okay. So, wir haben 82,7%. Wir haben, weiß nicht, noch ein bisschen was vor uns. Ich glaube, das war für heute der letzte Part, den ich aufgenommen habe. Ich keine Ahnung, aber ich habe nicht immer Zeit, Grace F hochzuladen, deswegen ja. Lass mal. Leckte Gegenstände und so weiter alles. Ja, das ist auch sehr schön. Na gut, dann 1, 2, 3, 4 fehlen uns noch. Sehr schön. Warte mal, Gegner.
Wenn ich nicht alle Gegner habe, dann kann ich ja noch mal da reingehen irgendwann und die restlichen finden. Und ich habe tatsächlich ein oder zwei vielleicht nicht getroffen. Und vielleicht, ich muss sogar, glaube ich, noch mal gegen sie kämpfen, wegen der Katar. Aber nicht on screen. Ich würde sagen, ich bin in dem Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.